Ja, ich stehe hier wirklich schon seit Mitternacht. Aber dass ich dann doch bis 5 Uhr alleine da war, hat mich dann irritiert, aber ja gut. Heute ist tatsächlich ein ganz besonderer Tag für jeden Xiaomi-Fan in Deutschland, denn es eröffnet der erste Xiaomi-Store in Deutschland. Hier in Düsseldorf, mitten in der Altstadt, ihr kennt es vielleicht schon. Und Xiaomi hat uns die Möglichkeit geboten, uns vorab schon mal den Store ein bisschen anzugucken, bevor er dann um 10 Uhr offiziell aufmacht. Wir wollen gucken, was es alles für Produkte da gibt, was die kosten, was uns dabei überrascht, welche Angebote es gibt, welchen Service es gibt. Und ich sehe da tatsächlich auch schon ein paar Mi-Fans, die vor der Tür warten. Die werden wir natürlich auch interviewen, mal ein bisschen hören, was die so von Xiaomi halten, wie lange die schon Fans sind und so weiter. Und ich würde sagen, das gucken wir jetzt mal an, oder? Wir dürfen jetzt ja live dabei sein, wie die ersten Leute gleich hier durchlaufen werden. Man hat ja gerade noch das Team-Meeting mitbekommen, nochmal die letzten Sachen wurden durchgegangen. Hört sich alles sehr spannend an. Ich kann die Spannung auf jeden Fall komplett nachfühlen. Ich glaube, das ganze Team hat richtig Bock drauf. Die Leute warten schon, die Schlange wurde immer, immer länger. Gleich wird hier ein Countdown gezählt und dann sehen wir hier die ersten Leute reinkommen. Und ja, ich freue mich mega. 3, 2, 1. Wir sind jetzt hier im Store, stehen natürlich direkt bei den Smartphones, weil ja klar, dass ich mich hier hingestellt habe. Wir wollen natürlich aber sonst noch gucken, welche Produkte alles vor Ort sind. Wir werden auch uns hier einen Mitarbeiter schnappen und mal nachfragen, wie es mit dem ganzen Thema Service aussieht. Das ist ja oft ein Bedenken bei vielen von euch, kann ich natürlich auch verstehen. Was kann Xiaomi hier im Fall des Falles machen, falls das Handy mal runterfällt? Können hier vor Ort reparieren? Gilt das nur hier vor Ort oder gilt das auch für den Online-Shop? Das werden wir gleich natürlich alles noch nachfragen. Wenn man in den Store reinkommt, dann fängt es erstmal mit den Smartphones an. Wir haben hier das Flagship, das Mi 10 und das Mi 10 Lite. Dann gibt es hier die günstigeren Redmi-Geräte, Redmi Note 9 hier, das normale Redmi 9 und 9a. Hier ist das Pocophone und das Mi Note 10 Lite. Dann haben wir da an der Wand die Fernseher in allen drei Größen am Start. Dann kommt so ein bisschen das Thema Smart Home, also Sensoren und so etwas, Wi-Fi-Repeater, aber auch die Mi Box tatsächlich. Da auf der anderen Seite gegenüber steht der Luftreiniger, der Scooter ist hier immer zwischendurch mal platziert und dann Richtung Kasse kommt man so ein bisschen zu dem ganzen Zubehör, sowas wie Kopfhörer zum Beispiel, Ladegeräte, Ladekabel und so weiter und immer zwischendurch kleine Highlights wie hier zum Beispiel den Reiskocher oder den Wasserkocher, auch die Koffer, die ja durchaus auch sehr beliebt sind. Hier haben wir noch das ganze Thema Beleuchtung, also sowohl die Tischlampe als auch die Nachttischlampe, zwei, die ich nur empfehlen kann, mag ich sehr gerne, die kann man hier auch erwerben und smarte Glühbirnen. Also durch die Bank weg, ganz viele verschiedene Gadgets und da wird sich wahrscheinlich immer wieder was dran ändern. Wo ich genau weiß, wo der Jens sich drüber freuen wird, das sind hier diese Technik-Bausätze, diese Klemmbausteinsätze, die es in verschiedenen Formen gibt, die aber allerdings auch immer so ein bisschen gesteuert werden können. Also da ist schon ein bisschen Technik drin. Finde ich sehr cool, dass man das hier auch mit abdeckt, gehört ja zu der ganzen Xiaomi Mi 2-Reihe. Ich habe schon so ein bisschen mit anderen gerechnet. Aber ich habe gedacht, ich werde vielleicht Zweiter oder Dritter oder so. Aber dass ich dann doch bis 5 Uhr alleine da war, hat mich dann irritiert. Aber ja gut. Das ist ja, wir haben da halt zu Hause haben wir halt schon so einen Staubsauger. Bei der Arbeit auch den gleichen. Und sogar auch die Tischlampen mit WLAN. Im Freundeskreis viel mit damit zu tun gehabt, auch durch Erzählungen. Ich habe recht viele Geräte, dann China Gadgets bin ich natürlich oft unterwegs. Ihr macht ja ganz gute Berichte da. Irgendwie ist man Fan und wenn man da einmal fixiert ist, glaube ich, dann bleibt man da auch irgendwie bei. Ich kannte die Produkte, weil ich einige Freunde habe, die halt die Laptops oder so aus China bestellt hatten und die Produkte sind auch vorher schon aufgefallen, dadurch, dass halt Preis-Leistung, das ist immer so ein Thema. Mein persönliches Lieblingsgadget, also das Problem war, ich bin super euphorisch bei solchen Sachen immer und leicht zu überzeugen von Produkten. Dinge wie den Föhn und den Induktionsherd und sowas, diesen Filter, den Air Purifier. Also ich bin immer von solchen alltäglichen Dingen ein bisschen beeindruckt. Es ist für alle quasi was dabei und ja, das ist was so mich persönlich am meisten quasi von den Produkten selbst interessiert. Wir sind jetzt hier schon so ein bisschen rumgelaufen, haben uns einen Ersteindruck verschafft und ich bin ehrlich gesagt sehr positiv überrascht. Stimmung ist sehr gut, also die Leute gehen quasi immer direkt durch zur Kasse mehr oder weniger. Keiner geht hier mit leeren Händen raus, das liegt natürlich einerseits an dem Goodiebag, aber viele schlagen direkt irgendwas zu. Ja, das ist erstmal ein schönes Präsent.
Sehr schön. Hat sich auf alle Fälle gelohnt, gleich mit dem ersten Mal rein. Finde ich sehr aufgeräumt, sehr übersichtlich, den Laden. Man muss sich natürlich erstmal zurechtfinden, aber doch, ich finde es schon sehr gut. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, was wir kaufen wollen heute. Bezüglich den Produkten kann man sagen, dass sie tatsächlich schon sehr viel haben. Ein, zwei Sachen gibt es noch nicht. Das Mi Band 5 war bis jetzt noch nicht da. Kommt auf jeden Fall. Und ein Vögelchen hat mir auch gezwitschert, dass auf jeden Fall noch weitere Uhren kommen werden. Wann genau, konnte man noch nicht sagen. Aber da bin ich natürlich sehr gespannt drauf. Notebooks gibt es tatsächlich auch nicht. Und die Saugroboter auch noch nicht. Da ist der Tim wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht. Kommt aber ebenfalls noch. Das wurde uns versichert. Gehört ja mit dazu. Ich denke mal, der S6 wird dann da vor Ort sein. Garantie und Service läuft grundsätzlich, also wir handeln das so, dass wir grundsätzlich, wenn die Leute etwas von aus dem Laden selber kaufen, dass wir auch hier da sind für die Leute. Also wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel wieder reinkommt und sagt, hey, ich habe Probleme mit der Installation von Beamer, Fernseher, sei es sonst was, da sind wir natürlich an erster Stelle auch selber da. Handy-Reparaturen gehen an Ingram Micro, heißt die Firma. Ansonsten wird auch viel über Axdia, also die Firma, die quasi den ganzen Mi-Vertrieb in Deutschland macht, bei denen dann gemacht. Ich war auch selber schon da und habe dann Tag dann da gearbeitet in der Technik. Gilt das auch, wenn man die Sachen über den Xiaomi Online-Shop kauft? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das damit gehandelt wird. Ich weiß nur, dass wenn die Leute jetzt aus dem Laden selbst was kaufen, dass wir dann auch immer Ansprechpartner sind. Aber wenn man online kauft, ist es ja immer noch, das ist ja mehr oder weniger, es ist ja immer noch ein Mi-Kunde und da kümmern wir uns natürlich genauso. Wir kommen jetzt gerade frisch aus dem Xiaomi Store und wurde freundlicherweise auch so ein cooler Goodie Bag in die Hand gedrückt. Ich schaue mal eben kurz, was drin ist. Habe ich nämlich tatsächlich noch nicht gemacht. Oh, nice! Oh, den behalte ich auf jeden Fall. Das ist das Nachtlicht 2 von Xiaomi. Ich habe schon die erste Generation. Die kann man sogar um 360 Grad hier drehen. Wie gesagt, die ersten 100 Leute haben ein Goodie Bag bekommen. Ich denke, da war auch noch so ein Feuchtigkeits- oder Temperatursensor mit dabei. Und ja, viele Produkte hier, gute Preise, gerade zum Angebot. Unfassbar krasse Angebote. Mi 10 und Scooter quasi. 2 für 1. Hier sind ein paar Leute mit so einem Roller rausmarschiert. Freut mich auf jeden Fall zu sehen, dass Xiaomi, was wir jetzt schon so seit Jahren feiern und testen und so weiter, dass das auch jetzt einen Anklang findet und die gebührende Masse hier mitten in der Düsseldorfer Altstadt das auch mitbekommt. Von daher freut mich, dass ihr dabei war. Danke an Xiaomi, dass wir hier vorab ein bisschen reingucken durften und dann sehen wir uns schon bald.